Herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt beim Fenster Punkt und Steigung 3 und das ist auch das letzte Fenster vom Arbeitsblatt Geradengleichungen. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man eine Geradengleichung bei bekannter Steigung und einem bekannten Punkt aufstellen kann. Und dein Ziel für dieses Video ist es, die Geradengleichung bei bekanntem Punkt und bei bekannter Steigung mit Hilfe der sogenannten Punkt-Steigungsform aufzustellen. Hier steht nun, eine Gerade verläuft durch den Punkt 4 und minus 2 und hat die Steigung k ist gleich minus 3. Stelle eine Gleichung der Geraden auf. Und zunächst sollen wir den ersten Lösungsweg wählen, das heißt die Geraden in der Form y ist gleich k mal x plus d aufzustellen, also die Geradengleichung in dieser Form aufzustellen. Das heißt, wir können die Steigung minus 3 hier unmittelbar einsetzen und können die x-Koordinate und y-Koordinate des bekannten Punkts hier in die Gleichung einsetzen und damit dann den y-Achsenabschnitt d berechnen. Versuch das zunächst bitte kurz alleine und pausiere dazu das Video. Gut, also lösen wir die Aufgabe nun gemeinsam. Das heißt, wir kennen die y-Koordinate minus 2. Wir kennen die Steigung k, die hat den Wert minus 3, mal wir kennen die x-Koordinate vom Punkt, die ist hier 4, plus d. Nun haben wir hier minus 2 ist gleich minus 12 plus d. Wir können nun plus 12 rechnen und erhalten somit insgesamt d ist gleich 10. Nun kennen wir die Steigung k und wir kennen den y-Achsenabschnitt d. Das heißt, wir können nun die Geradengleichung aufstellen. Diese lautet dann y ist gleich minus 3 mal x plus 10. Damit haben wir den ersten Lösungsweg bereits geschafft. Und nun sollen wir die Geradengleichung mit Hilfe der Punktsteigungsform aufstellen, also für den zweiten Lösungsweg, verwenden wir die Form y ist gleich k mal x minus x0 plus, also das Ganze in Klammer, plus y0. Und dabei sind x0 und y0 die Koordinaten eines bekannten Punktes. Versuch das zunächst bitte wieder alleine und pausiere dazu erneut das Video. Gut. Das Schöne bei der Punktsteigungsform ist, dass wir die Lösung einfach hinschreiben können. Wir haben ja hier durch diesen Punkt bereits die x-Koordinate gegeben. Das 4, das ist unser x0. Und das minus 2, das ist y0. Und hier haben wir die Steigung k gegeben. Das heißt, die Lösung ist dann y ist gleich minus 3 für die Steigung mal, Klammer auf, x minus 3. Das x0 hat den Wert 4, also die x-Koordinate, und dann plus y0 und y0 ist minus 2, das heißt minus 2. Und damit ist das Beispiel auch schon fertig und wir konnten die Lösung einfach hinschreiben. Und hier sieht man schön, was der Vorteil der Punktsteigungsform ist.